Schlurif und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft politischen Let's Play. Es tut mir leid, doch ihr fragt euch jetzt sicher, weshalb es jetzt hier ein Riesenloch hat und so, aber die letzte Folge wurde aus Versehen gelöscht. Also ich wollte sie eigentlich speichern und dann habe ich aus versehentlich den falschen Knopf gedrückt. Und da hat es die ganze Folge unwiderruflich gelöscht. Also tut mir leid. Tut mir echt leid. Aber alles, was wir gemacht haben, ich habe ein wenig Eisen geschmolzen, dann zwei Lavakessel gemacht, noch zwei Kessel für Wasser gemacht und dann hier ein Loch gegraben für unseren Monster-Spawner. Übrigens kommt gerade mein Bruder hoch. Ich hoffe, er kommt nicht in mein Zimmer. Nö, glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass es nicht tut. Und ja. Ich überlege mir gerade, es ist eigentlich ziemlich ein hässliches Loch hier vorne. Ich überlege mir das ziemlich spät, leider. Aber es ist ein ziemlich hässliches Loch. Hier könnte ich noch ein Haus hinbauen. Oder einen dritten Stock. Das ganze Haus ist hässlich. Aber daraus könnte ich ein Hochhaus machen. Aber Hochhäuser sind auch nicht schön. Ne, ich mache da trotzdem einen Spawner hin. Also, beginne ich doch jetzt mal, den zu bauen. Und viele von euch haben sich sicherlich gefragt, weshalb das in der letzten Folge da plötzlich so ein Lavasee wie, ja, war halt. Und eigentlich war das ein Fake. Also die meisten haben das ja schon gedacht, kann ich mir vorstellen. Also ich selber hatte es auch nicht geglaubt. Aber ich habe es jetzt trotzdem so gemacht, weil es hat Spaß macht. Mir Spaß macht. Und ja. Und zwar war eben, gab es ja jetzt Lavakessel, könnte man machen. Aber, okay, Fackeln, ich brauche noch Fackeln. Sonst werde ich hier ja voll gekillt. Oder ne, ich gehe einfach schlafen. Also ich habe den Lavasee da selber hingetan im Creative. Also ich habe mit einem Minecraft Edition habe ich die Welt auf Creative umgestellt und dann habe ich da halt einen ganzen Lavasee errichtet. Und ja, weil sonst kommt man ja auch nicht an Lava ran, an irgendwie anders. Es geht nur so. Das will ich hier eins kleiner machen, genau so. Okay, jetzt habe ich hier schon gebaut. Muss ich wieder wegbauen. Ah, dann sieht das wieder hässlich aus. Es sieht alles hässlich aus bei mir. Oh, ich kann einfach nicht gut bauen. Tut mir leid. Tut mir echt leid. So. Und hier oben dann auch noch. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Okay, das mache ich dann doch so. Auf der anderen Seite. Obwohl habe ich. Ich. Ja. Keine Ahnung. Ich kann einfach nicht gut bauen. Nehmt es mir nicht übel. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr es mir nicht übel nehmt. Diesen Block hier habe ich auch schon wieder falsch platziert. Puh. Hier habe ich noch. Hier, diese Seite muss da auch noch weg. So und. So, ja. Also, was wollte ich sagen? Das wird mein Spawner. Ich brauche noch ein wenig Cobblestone. Ach, das. Es frisst einfach so unwahrscheinlich genug. Also, nicht unwahrscheinlich. Was sage ich da einfach so unglaublich. Also.
Normale erklärt. Ich habe immer das Gefühl, dass es viel mehr, also dass man gar nicht so viel Cobblestone braucht und gar nicht so viele Blöcke verlegt. Dabei verlegt man ja immer eigentlich extrem viele Blöcke. Also wenn man jetzt bedenkt, jetzt habe ich schon über 100, glaube ich, oder habe ich jetzt schon 2,6 verlegt? Ich glaube, ist jedenfalls so. Okay, ich habe noch diesen ganzen Tag Zeit, um da weiterzumachen. Die letzte Folge hatte ich übrigens überzogen. Ah, jetzt lege ich mich gerade hin. Also ich hatte sie übrigens überzogen, habe ich dann danach noch bemerkt. Also eigentlich jetzt, während dieser Folge habe ich es gemerkt. Denn ich habe fast eine ganze Nacht und einen ganzen Tag gemacht, so aufgenommen, und das wäre dann zu lang gewesen. Was wollte ich? Was wollte ich? Dann kommt hier der zweite Stock hin. Ja, ich weiß einfach, ich sollte mir wieder Themen überlegen. Also sonst wäre das ja echt zu langweilig, wenn ich da keine Themen habe und wenn ihr euch einfach nur langweilen könnt. Ist irgendwie logisch, wenn ihr euch langweilt, wird es euch langweilig. Ich bin so ein Klugscheißer. Ja, also eben und ach ja, ich weiß, dass ich wovon ich sprechen könnte, und zwar der Lavasee war übrigens gar nicht so einfach zu machen. Okay, das lasse ich hier noch offen. Der war übrigens gar nicht so einfach zu machen, denn man kann ja nicht, wenn man Lava platzieren will oder Wasser, muss man das ja auf einen Block wie platzieren. Achso, ja. Man muss wie auf einen Block drücken und dann geht über den Block, errichtet man dann halt Lava. Und es ist halt so, dass ich dann, wenn ich habe einen, also der See ist nicht nur ein Block tief, er ist so 4, 5 Blöcke tief. Und, okay, jetzt muss ich schnell abzählen für die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 7 gibt 2,5. 1, 2,5. 1, 2, 3,5. Hier ist die Mitte. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das, wie seine, wie die Mobfalle von Sparko Phoenix funktioniert. Habe ich das schon in dieser Folge erklärt oder war das in der letzten? Ach Mann. Also eben, ich will einfach seine Mobfalle nachbauen, wenn ich das auch nicht gesagt habe. Und wenn schon, dann ist es ja egal. Wenn ihr es zweimal hört. Hoffe ich. Also eben. Und ich war ja noch wegen dem Lavasee erzählen. Ist gar nicht so einfach zu bauen. Weil man muss wie. Dann, also ich habe es so gelöst, dass ich über den Block habe ich wie über dem Lava, über der untersten Schicht Lava, die konnte ich einfach so hinstellen, habe ich dann wie einen Block freigelassen und dann darüber noch eine Decke gemacht. Und dann bin ich wie untergetaucht in der Lava und habe dann an die Decke das Zeugs halt dran, an die Decke rangetan. Ja. Das Zeugs in die Decke range macht. Gedrückt. Wie Lava. Habe ich noch Kabelzonen? Ich habe kein Kabelzonen mehr. Okay, hier hinten ist ja egal. Sieht man diesen Block noch? Ja, man sieht ihn. Hier kann ich so zu tun. Hier kann ich auch so zu tun. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Cobblestone. Wasser habe ich noch. Okay. Das Wasser könnte ich auch schon setzen eigentlich. Jetzt bin ich schon runter. So. Hier schnell aufbauen. Brücke machen. Und Wassermarsch.
tut das einen, wenn man da steht, nimmt das einen nicht mit. Okay, ich brauche noch zwei weitere Wasserkessel. Kann ich ja nachher holen gehen. Okay, das spült einen hier hinunter. Und dann an den Rand. An die Tötungen des Lava. Ich weiß, dass die Blöcke mit Lava verschwinden, aber wenn unten dran noch Wasser ist, dann verschwinden die halt nicht, weil die ja ins Wasser fallen und nicht dann in die Lava. Ach, ihr werdet das dann schon sehen. Ja. Cobblestone. Ich will, eigentlich geht diese Folge jetzt gefühlt ziemlich lang. Ich weiß nicht, wie lange ich es schon aufgenommen habe. Aber ich habe ja ge ich dachte eigentlich noch bis zur Nacht. Wird es jetzt Nacht? Nö. Hat man nur das Gefühl. Oder wird es Nacht? Es wird Nacht. Ich kann schlafen und beende damit diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass ich die andere Folge versehentlich gelöscht habe. Tschüss und bis nächstes Mal beim Let's Play Minecraft Pocket Edition.